das ist ein Meilenstein auch in meinem Leben gewesen. Als ich fertig war und dort sozusagen entlassen wurde, hat mich der Chefarzt gefragt, na, sind Sie jetzt geheilt? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, meine Heilung fängt jetzt erst an. Und da kam dann dieser Energieschub. Diese Therapie war für mich so wichtig, dass ich sie wirklich bezeichnen möchte als meinen zweiten Geburtstermin oder meinen eigentlichen Geburtstermin, weil ich an dem Punkt dann gestartet bin in ein Leben, was ich selbst führen kann und gestalten kann. Den Energieschub fürs Leben bringt ihr eine Hypnosetherapie. Margit Frey hat vor 5 Jahren in Landau das erste vegane Café eröffnet. Mit 71. Kreativ kochen und backen hat sie von ihrer Oma gelernt. Ja, also ich bin einen Großteil meiner Kindheit und Jugend bei meiner Großmutter oder bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und meine Großmutter war noch so eine alte Hausfrau, die auch stolz darauf war, dass sie Hausfrau war. Und die konnte kochen, das ist also ein absoluter Traum. Und als Kind saß ich halt immer mit dabei, habe zugeguckt, wie die kocht. Vegan zu leben, das ist ihr schon seit ihrer Studienzeit in den 70ern wichtig. Enttäuscht über die Gewalttaten der RAF zieht die damals überzeugte Linke, wie viele andere, aufs Land. Die aufkommende Ökobewegung, die damals so entstand, die Grünen haben sich gegründet. Wir sind alle raus aufs Land, Bauernhöfe gekauft und haben versucht, da Selbstversorgung auf dem Lande zu machen. Sie eröffnen auch einen der ersten Bioläden in der Pfalz. Wir hatten damals noch Tierhaltung, wir hatten Schafe, wir hatten Ziegen und da haben wir gesehen, was das eigentlich bedeutet, Tierhaltung. Auch gesehen, wie die Tiere, Kühe und so weiter in dunklen Stellen bei den Nachbarn dahin vegetieren und so. Und da sind wir erstmal so ein bisschen wach geworden. Dann habe ich damals gesagt, okay, ich kann kein Tier töten, also ab sofort kein Fleisch mehr. Und das hat sich dann weiter ausgeweitet auf alle tierischen Produkte. Eine Kindheit in der Landauer Nachkriegszeit. Die Eltern oft überfordert. Margit wächst bei den Großeltern auf. Ich war Schulversagerin, ich war Träumerin. Ich hatte überhaupt keine Richtung, kein Ziel, keine Richtung. Und es hat sich auch fortgesetzt so in meinem Leben. Bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das stimmt was nicht mit mir. Trotzdem beendet sie ihr Deutsch- und Kunststudium, arbeitet als Selbstständige in pädagogischen Projekten. Doch die Mutter von 3 Kindern fühlt sich oft ausgelaugt. Die Brüche in ihrem Leben verarbeitet sie auch in ihren Bildern. Bis sie mit 48 die Hypnosetherapie beginnt, die, wie sie sagt, alles verändert. Deshalb fühle ich mich auch oder wirke ich manchmal auch auf Menschen jünger, als ich bin. Jetzt nicht vom Aussehen, aber von der Art, wie ich mich verhalte oder was ich für Ideen habe. Bin ich vielleicht so um die 30 im Kopf. Aus dem kleinen Café ist ein erfolgreiches veganes Restaurant geworden. Also manche Leute sagen ja, vegan zu leben sei ungesund. Ich denke, da bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass das nicht stimmt. Mit meinen 76 Jahren bin ich so voller Energie, ich könnte noch was abgeben. Mein größter Traum ist, ich würde mir vorstellen können, wieder ländlicher zu leben und mich mehr zu engagieren für Tierwohl, für Tierschutz. Da denke ich an einen Gnadenhof. Und dazu müsste natürlich unbedingt auch ein kleines Restaurant oder Café vegan.